Iman heißt das, ja, Iman heißt das, ja. Mir eingefallen. Aber ich will mich auch dran halten. Also mir wäre das, Religion ist mir völlig egal. Also ich weiß, dass eine Muslimin, glaube ich, nicht in einem Raum sein darf, der kein Muslim ist oder der sich zur Familie gehört oder so. Also ich habe jetzt nur so ein paar Videos mal gesehen bei TikTok und ich bin bei TikTok immer nicht ganz so sicher, ob das alles so die Wahrheit ist. Aber hätte ich gar kein Problem mit. Soll mich einfach bei Instagram anschreiben oder Facebook vielleicht. Oder mal adden und sage einfach, hallo, ich bin der und der und von dem und der, der Vater. Aber ich habe da keine Probleme, ich würde mich da einfach vorher informieren, also da dran halten. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich müsste auch neue Pfannen kaufen oder so. Also oder ich weiß nicht, es gibt ja streng gläubische Muslime, da darf das alles, muss das alles in der extra Küche sein oder so. Oder darf kein Schweinefleisch in der Pfanne vorher angebraten sein, aber das ist bei den Veganern auch so. Dass manche Sachen da. Die heißt ja, ich habe keine Tochter. Also ich habe gegen muslimische Frauen gar nichts. Ich würde mich gerne mal bekochen lassen, so richtig geil und so. Die haben richtig cooles Essen. Also ich gucke mir immer so Kochdinger-Serien, also Serien-Videos immer bei TikTok an oder bei YouTube. Und was die da so kochen. Ja, hier Pommes Hund. Soll mich da einfach vielleicht mal bei Instagram anschreiben. Vielleicht kannst du wie, also keine Ahnung, darf ein katholischer, darf ich als katholischer überhaupt eine Moschee, darf ich bestimmt, aber ich würde mir das angucken und ich gehe noch nicht mal in eine katholische Kirche. Also ich gehe in eine katholische Kirche, aber wenn ich muss, also. Habe ich ja schon mal gesagt hier, also wenn sie Kopftuch trägt oder Burka oder was, wäre nicht so das ganz so das Problem. Also wäre für mich in Ordnung, aber für mich wäre auch in Ordnung, wenn sie bauchfrei und mit Happens umläuft. Ja gut, ja. Ja, also wenn sie Kopftuch tragen kann sie auch. Wen juckt das denn? Aber ich wüsste, ich glaube, zu Hause kann, würde sie das auch abnehmen oder so. Ich glaube, es geht ja nur vor anderen Männern oder anderen Menschen oder so. So. Ich habe auch normalerweise so lange Haare, aber ich habe die in der Öffentlichkeit auch meistens als Zopf zusammengebunden, damit ich nicht aussehe wie so ein zottelbärtiger, lange Haare, Bomberleger oder so. Mir macht das gar nichts aus. Keine Ahnung. Sie müsste auch nicht kochen oder so. Also sie müsste auch nicht kochen und nur putzen oder was weiß ich denn. Fast 8 Jahre lasse ich die jetzt wachsen. Oder 7 Jahre. Ich schneide hin und wieder einfach nur mal so ein Stück von den Spitzen ab. Also das. Corn Cola. Ich da. Ja, 7 Jahre lasse ich jetzt wachsen. Ich wollte immer, also ich habe bis 30 als Fleischer gearbeitet. Und da musste ich auch, also habe ich meistens kurze Haare gehabt, weil ich mal Mütze tragen musste und so. Hast einen Frauennamen, aber hast einen Sack. Hier ist die Rox. Hat einen Frauennamen, aber hat Eier am Sack. Haare am Sack. Nee, ich gehe nicht feiern.